So, meine Freunde, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Commentary von eurem JB. Yo, was geht ab, meine Freunde? Heute geht die Runde suchen, der Stand auf Resistance mit der UMP und guckt euch diesen Start an. Er war einfach unglaublich. Hier erstmal vier Leute weggerotzt, weggeballert, was auch immer. Und der fünfte folgt zugleich. Er springt hier um die Ecke und ist voll am Fehlen. Ja. Richtig geiler Rundenstart habe ich gestern Abend erspielt mit ein paar Clan-Kollegen. Auf jeden Fall schnelles Commentary, ein paar Themen, deswegen legen wir gleich los. Erstens, ich wurde gefragt, wer den Background erstellt. Das war der liebe Andrew Blaze oder irgendwie so. Den werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Guckst du mal vorbei, schreibst Kommentar unter Video oder so, ne? Auf jeden Fall wird er mir demnächst auch einen neuen Background erstellen, hat er zu mir gesagt. Dann, zweitens, ich werde ein neues Format auf meinem Kanal bringen, und zwar beziehungsweise etwas ein anderes Konzept, und zwar ich werde jetzt ein wenig mehr Counter-Strike bringen und auch Call of Duty, aber Call of Duty jetzt mehr im ESL-Clan-Bereich. Ich spiele jetzt öfteren mal ein 5 gegen 5 Versus mit ein paar Leuten bei MW3 und es bockt schon. Da werde ich ab und zu mal so ein Gameplay bringen, wie wir da einfach gegen so random Typen spielen, aber auch 2 gegen 2 Ladder spiele ich bei MW3. Da habe ich letztens angefangen mit einem Freund, also ich bin jetzt noch nicht so erfahren da drinnen, generell im ESL-Bereich, und werde euch da auf jeden Fall einige Videos bringen. Ich denke mal, so Clan War ist ja gern gesehen, also MCore hat sowas des Öfteren immer hochgeladen und ja, die Leute haben sich ja gewünscht, sowas öfter zu sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt so in den Bereich gehen, dass ich wegen ESL-Games bringe. Ich kann da vorher mal ein Commentary machen, was ist das genau, was bewirkt es und dies und das und keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, kann ich gerne mal ein Video darüber machen. Auf jeden Fall, jo, nächste Zeit, ja, mehr ESL, Clanwort, Gedöns und halt auch Counter-Strike. Bockt auf jeden Fall CSGO und so, damit habe ich hier eigentlich erst angefangen, also so CSS habe ich nicht gespielt und so. Auf jeden Fall würde ich da eventuell auch mal gerne ein Frag-Movie erstellen, das sind CSGO-Montage, je nachdem. Aber ich kenne mich da halt null aus, deswegen, wenn ihr irgendwie Erfahrung haben solltet in Counter-Strike mit Demo aufnehmen und editieren und so und keine Ahnung, könnt ihr euch gerne bei mir melden per PN, dann quatscht mal eine Runde über Skype und dann können wir ja mal gucken, was das so läuft. Ja, weil ich kenne mich in dem ganzen Zeug kaum aus, also ich weiß zwar, wie ich über Konsole aufnehmen kann, also recorden und dies und das, aber ja, da irgendwie eine Montage, was auch immer rauszumachen, geht bei mir nicht einfach. Also wenn ihr da irgendwelche Leute kennt oder selbst Erfahrung damit habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und dann kicken wir mal, was wir so auf die Beine stellen können. Jo, auf jeden Fall ein Freund von mir hat gemeint, ob ich nicht mal seine Steam-ID in die Beschreibung packen kann. Und zwar sind es 2-3 Leute vom Light-Clan, die 5 gegen 5 spielen oder generell Clan-Wargänger suchen für MW2 auf dem PC. Das heißt, wenn ihr einen Clan habt, ihr spielt MW2 auf dem PC und spielt es öfter mal in Clan War, dann addet die Leute in Steam, die ich euch in die Beschreibung packe, und macht mit denen etwas aus. Da haben sie mich darum gebeten, ob ich das nicht mehr machen könnte. So, hier ist eure Verlinkung, Leute. Danke, bitte. Auf jeden Fall, ja, viel gelabert. Jo, kurze Zusammenfassung. Also, ich werde in nächster Zeit mehr Counter-Strike bringen, aber auch Call of Duty, aber das mehr im ESL-Clan War-Bereich. Ich hoffe mal, das gefällt euch. Denke ich mal, wird auch recht interessant sein. Und ja, wie gesagt, wenn ihr euch irgendwie auskennt im Counter-Strike-Bereich, im mit Montage und so, dann ja, meldet euch auf jeden Fall. Wäre cool, wenn ihr irgendwie ein Video mit reinpacken könnt, damit ich ein bisschen schauen kann, wie ihr so drauf seid, was ihr so könnt und so. Und ja, endlich ist es fertig. Das Gameplay endet 10:1. Und wenn ihr sowas cool findet mit Clan War, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Würde mich echt freuen und würde mich auch richtig unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Commentary. Tschü, 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 aus, Ende, buff.